Lassen wir es so. Brauchst du es, ja? Soll so sein. Also, dann... Gibt's immer was anderes? Was gibt's jetzt? Eis. Eis, den wir verkosten. Eis, lecker Eis. Weihnachtseis. Herzlich willkommen auf dem YouTube-Channel Herr und Frau Dark zu einem neuen Video. Mal was ganz was anderes. Ein Verkostungsvideo, also als wären die anderen keine Verkostungsvideos. Aber mal keine Box, sondern etwas, was wir schon lange daheim haben. Schon. Eine Eisbox. Eine Eisbox, gut. Und zwar geht es um das hier. Weihnachtseis-Verkostung to go. Haben wir seit Ewigkeiten in der Gefrier. Frierschrank. Seit Weihnachten oder kurz vor Weihnachten halt. Ja. Seit Weihnachten. Es sind Eisspezialitäten vom Wernzinger Hof in Wernfels. Verschiedenen Sorten. Also zwei Teller waren das. Wir haben jetzt einen Teller aufgeteilt auf zwei Teller. Also es wird dazu noch ein Video geben. Wir verkosten diese Eissorten und sagen euch, wie es uns schmeckt. Da könnte man theoretisch auch gleich bewerten hier und an die Leute zurückschicken. Ach nee, ein Bestellformular. Man kann es sogar bestellen und dann abholen. Wie cool ist das? Okay. Genau. Gibt es da noch irgendwas zum Song dazu? Nö. Nichts Besonderes. Gut. Es ist Weihnachtseis, wohlgemerkt. Also es sind Eissorten, die eigentlich an Weihnachten eher vertreten sind. Mit was fangen wir an? Was ich eigentlich nicht verstehe, weil Weihnachten und Eis sich ja eigentlich auch schon wieder... Eis kann man immer essen. Ja, okay, du das sagst. Ja, wir fangen an mit links oben. Links oben ist Herbst. Also das ist dieses Rote dann, oder? Ja. Also man sieht hier, wir haben den gleichen Teller, wir haben es auch jede Kugel halbiert. Genau, und mit dir fangen wir an. Das zerläuft jetzt ein bisschen. Das schmilzt recht schnell. Ja, schmeckt nach... Glühwein. Mhm. Zwetschgenmäßig halt. Mhm. Ja, Pflaume, Zwetschge. Aber, ich finde es ganz gut. Ja. Wir sind gerade eben 11 Kilometer gewandert. Da ist mir das wurscht, wie das Eis schmeckt. Das wird sich Video aber nicht machen, der jetzt eh alles egal ist, wie es schmeckt. Nee. Das ist halt, ich muss halt dieses Weihnachtliche ein bisschen rauskriegen, aber... Ah ja. Pflaumeneis halt. Mhm. Dann nehmen wir das da unten. Das da? Das ist Apfelzimt. Apfelzimt, oh, das muss ja wie Apfelstrudel schmecken. Riecht auf jeden Fall so. Mhm. Also man schmeckt den Zimt auf jeden Fall. Mhm. Und den Apfel, ja. Mhm. Schmeckt wie Apfelmus. Schmeckt geil. Mhm. Ja, genau, Apfelmus mit extra Zimt quasi. Oder wie heißt das andere? Kein Apfelmus, sondern dieses Gebäck mit Apfel innen drin. Apfeltasche? Nee. Apfelstrudel? Ein Strudel, genau. Mhm. Schmeckt wie Apfelstrudel. Auch nicht schlecht. Aber ist es was für den Sommer zum Beispiel? Weiß ich nicht. Ja, also hast du immer diese Zimtnote dabei. Ja, man muss Zimt mögen, auf jeden Fall. Okay. Was noch, das da? Das da? Das ist? Mandarine-Joghurt. Mandarine-Joghurt. Okay, das muss ja dann schon wieder eher in die sommerliche Richtung gehen. Ja, also, fruchtiger. Ja. Schmeckt man Mandarine raus? So ganz leicht, finde ich. Das finde ich jetzt gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Ja, also das wäre jetzt nicht was, wo ich sage, davon muss ich mir gleich eine ganze Box kaufen. Nee. Ich schmecke keine Mandarine. Ja, das ist bloß so ganz leicht, dieser Geschmack da, ja. Das läuft sich jetzt heute auch ein bisschen gerne, wenn wir uns beeilen. Ich muss noch mal ein bisschen schneller das Eis essen. Ja, also Mandarine-Joghurt ist jetzt nicht so.
Ne? Aber, naja. Nimm mal das da unten. Also du hast noch nicht. Einfach mit meinem Mandarine-Hürde-Eis beschäftigt. Welches willst du dann? Das da unten? Das ist dann Bratapfel. Bratapfel? Was ist da der Unterschied zum Apfelstrudel? Das sind wahrscheinlich. Mhm. Also ein Stückchen mit dran. Ja. Ja. Mhm, der ist auch nicht der schlecht. Apfelzimt war besser. Ja. Mhm. Oh ja, wenn man Apfelzeig macht, ist der schon nicht schlecht. Sind da Apfelstückchen mit drin, oder? Ich glaub schon. Oder sind das Rosinen? Was sind da mit drin? Ah, Apfelstückchen. Mhm. Oh, das ist auch geil. Beim ja, nee, ich hab bloß das Slowen ein bisschen auf Zeit. Damit das nicht so zusammenläuft. Hm. Ja, machen wir gleich mit dem da unten in der Ecke, warte. Ja. Das ist jetzt nur Zimt. Nur Zimt? Reiner Zimt. Boah. Ja. Zimt. Aber ich finde, Zimt allein hat halt dann immer so einen komischen, ich weiß nicht. Ich finde, Zimt passt bei Eis irgendwie nicht. Bei dem Apfelzimt hat man schon. Aber so rein Zimt, ist das dann immer irgendwie zu arg. Mm-mm. Also muss es eigentlich echt mit irgendwas immer mischen. Nehmen wir das Dunkle? Das Dunkle ist helle Zotter mit Nips. Jetzt frag mich was helle Zotter ist. Keine Ahnung, Schokolade oder so. Mhm. Sehr schokoladig. Oh, geil. Das ist gut. Mega. Mm. Das ist ein Schokoladen-Nikolaus in Eisform. Da dir zum. Das ist gut. Mhm. Nimm mal das rechts unten. Das ist bei mir nämlich schon so. Pistazie, glaube ich, ist das. Das ist weiße Schoko mit gesalzenen Pistazien. Mhm. Das muss ja doch was für dich sein. Oh ja. Yeah. Mhm. Oh. Oh, weiße Schokolade. Mm. Oh, ist das halt so mein. Was gehen wir dann rum? Was das ist rechte, das oben? Das Kastanie. Ist Kastanie. Kastanien-Eis. Okay. Schmeckt irgendwie nach Alkohol. Ah, das hat dann ganz. Da ist Rum mit drin. Bestimmt ein bisschen geschmacklich. Ganz komischen Geschmack. Mhm. Ja. Der Nachgeschmack ist ein bisschen. Auch, ja. Ist jetzt auch eins, wo ich sagen würde, den ich mir jetzt so nicht. Der Nachgeschmack ist ein bisschen komisch. So, das letzte haben wir, was haben wir noch? Cookies. Cookies? Cookie-Eis. Ah, da ist sogar ein Ding unten drin. Brell. Mhm. Ich finde, dass es aber eine komische Konsistenz gibt. Ja, weil noch immer Teig mit drin ist. Aber es schmeckt nach Cookies. Mhm. Schmeckt nach Cookies. Was machst du jetzt am besten? Das ist Schoko. Schoko? Das Schoko und das weiße Schokolade waren schlecht. Okay.
Ich fand das Apfelzimt Schoko auch. Und Apfelzimt. Apfelzimt war auch gut. Schoko, Apfelzimt und Herbst wären jetzt so hier so meine drei Favoriten. Das Herbst war das Rote, gell? Also dieses Fruchtige. Mhm, das war mir ja schon fast ein bisschen zu fruchtig. Mhm. Ja. Der Teller schon leer. War lecker. Also, schnell. Wenn ihr auch mal was davon haben wollt, Pfaller-eis.de ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr mal reinschauen. Teller 2 wäre Rotwein, Zwetschge, Feige, Mandelhonig, Vanillekipferl, gebrannte Mandel, Glühwein, Lebkuchen, Schokozimt und Fruchtpunsch. Mhm. Also wir haben nochmal so ein Schälchen quasi. Ja. Sehr gut. Cool. Dann war's es schon wieder mit dem Video. Ein kleines Verkostungsvideo von Eis. Wir probieren immer wieder mal ein paar so Sachen, weil wir neugierig sind. Richtig. Wir probieren alles. Deshalb machen wir so Videos. Genau. Das war's davon. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und abonniert den YouTube-Channel. Und Herr, die Glocke nicht vergessen. Herr und Frau Dark. Nochmal. Abonniert den YouTube-Channel. Herr und Frau Dark. Und die Glocke nicht vergessen. Und dann war's das. Und wir sehen uns nächsten Freitag 16 Uhr auf diesem YouTube-Channel wieder. Richtig. Bis dahin. Pfiat. Tschüss.